Ich sage Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, heute mit einem weiteren Unboxing. Ein bisschen verspätet diesen Monat, muss ich sagen, das Paket kam an sich schon ein bisschen später und dann lag es noch 2 Tage bei meinem Nachbarn rum. Meine Schuld, ich kam einfach nicht dazu, es abzuholen, aber jetzt habe ich es da, denn es ist hier, endlich! Und ich freue mich drauf. Luchas hatte ja schon angekündigt gehabt, da gab es eine E-Mail, dass das Paket Verspätung hat. Es ist verziehen, auf jeden Fall. Kann mal passieren. Die Ware hing irgendwie am Hafen in einem Container fest oder so. Und hey, komm, passiert. Selbst Luchas. Aber wir wollen es jetzt mal auspacken. Dafür machen wir das jetzt einmal auf. Und zwar die Seiten. Schnippschnapp 1, Schnippschnapp 2. Und dann würde ich sagen, packen wir es aus. Oder packen wir es an? Nice. So. Dann schauen wir mal. Okay, ich sehe schon, das erste ist schon ziemlich cool. Und das ist das T-Shirt. Aber das sehen wir später. Womit fange ich denn an? Hier sind ein paar Sachen drin. Und entschuldigt bitte, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich bin erkältet. So, okay, fangen wir mit dem hier an. Was ist denn das? Es ist ein Avenger. Es ist eine Figur. Und es ist ein Puzzle. Es ist ein Captain America mit komisch verzogenem Mund. Build your character Eraser from the Puzzle Pieces. Hm, warum nicht? Es ist eine kleine Captain America 3D-Puzzle-Puppe. Was ich meine, ist der Mund. Dieses, bau mich nicht auseinander, bitte. Der wirkt so, er fühlt sich halt unbehaglich. In so einem Karton. Ja, und wie gesagt, man kann das hier so ein bisschen auseinanderbauen. Das ist auch wie ein kleines Puzzle. Ne? Aus, was sind das, 2, 4, 6 Teilen. Oh, das ist ja mal was anderes. Aber es wird ein Platz in meinem kleinen Regal finden. So, wo packe ich das denn hin? Ich packe es da hin. So, was haben wir denn noch da drin? Entschuldigung. Skybound Minis. Was sind das für Figuren? Von Skybound. Ich kenne das nicht, vielleicht kennt ihr das. Ich will das jetzt auch nicht aufmachen eigentlich, aber was ist denn da drinne? Science Dog, Evil Robot, Conquest, Zombie Punk, Mickey, Blue Suit, Invictable, und 2 andere. Wen habe ich denn da drinne? Kann ich das sehen? Auch wenn man hat Rick, Invictable, Sakagawea, sagt mir gar nichts, Negan, Robert, Kyle, Sia und Andrea. Also es stehen also ein paar Sachen neben, so wie The Walking Dead oder so, ich weiß. Das ist nicht so gut, die Kamera, das tut mir voll leid, wenn man das auch nicht so richtig erkennen kann. Auf jeden Fall ist das, hier zum Beispiel ist Rick von The Walking Dead, hier ist Negan von The Walking Dead, hier ist Andrea von The Walking Dead. Und davon gibt es halt ein paar. So Invictable, Science Dog. Hat mir gar nichts. Aber, ach was hörst du, ich pack das mal aus. Um wie die Figur aussieht und was wir da für eine Serie 1 steht hier auch. Scheint wohl eine längere Serie zu werden von diesen Figuren. Aber ich mach das mal auf. Und es ist eine Alu-Packung drin. Ich flipp aus, sowas wollte ich schon immer haben. Nein. Kann man die irgendwo aufreißen? Da ist sogar zum Aufreißen. Und dann gucken wir mal, was wir da drin haben. Wir haben wer ist das? Ich guck doch. Okay. Dem Karton nach zu urteilen ist das Kyle. Aus Outcast. Das sagt mir gar nichts. Aber die Figur ist lustig.
hat sich wohl gerade irgendwie geprügelt, wenn man mal so auf die Hände guckt. Und das Gesicht, ja, sieht nett aus. Auf jeden Fall. Ja, man kann nicht viel bewegen, man kann die Hände ein bisschen bewegen, sodass er dann auch so richtig dasteht, als hätte er sich gerade. Ich hau dich tot, du! Alle Idiote! Da! Noch eine Figur. Ganz viele Figuren kriege ich. Oh. Breakaway. Breakaway Original. Eine Süßigkeit. Ich glaube, die werde ich diesmal sogar probieren. Was ist denn da alles drin? Kann man natürlich nicht so gut erkennen. Scheint wohl irgendwas Schokoladiges zu sein. Ein Biskuit. Ich mach auf. Mal probieren. Ja, ist ein Keks. Mit Schokolade. So, was haben wir hier? Eine Collector's Edition. Original Fate Case. Stormlighter. Skins get real. Ein Karton. Eat Nate. Auch gleich mal aufmachen, mal reingucken. Da ist. Ich habe sowas schon mal gehabt. Ein Feuerzeug. Und ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert, weil ich es nie ausprobiert habe, richtig. Aber es ist ein Feuerzeug in Form einer Granate. Natürlich kein Gas drin. Müsste ich mir mal kaufen, um mal vielleicht das andere Feuerzeug auch mal zu benutzen. Man könnte, wenn man hier diese zwei, hier sind so zwei kleine Stäbe, ich weiß nicht, ob man die jetzt so sehen kann, hier sind so zwei kleine Stäbchen, wenn man die gerade biegen würde, könnte man sogar einen Stift ziehen. Es ist ein Schlüsselanhänger. Ein ziemlich cooler Schlüsselanhänger, das muss ich sagen. Eine kleine Granate. Könnte man auch, eine Zigarette kann man auch mit Explosion anzünden, warum nicht? So. Was haben wir hier? Ein Büchlein. Das ist ein Buch. Das ist cool. Es ist ein Buch. Star Wars, eine neue Hoffnung. Hinten steht drauf, kurz bevor Prinzessin Leia von imperialen Truppen gefangen genommen wird, gelingt es ihr, die geheimen Baupläne für die mächtigste Waffe des Imperiums, den Todesstern, an ihren treuen Druiden R2-D2 weiterzugeben. Dieser schafft es gemeinsam mit seinem Gefährten C-3PO und mit Hilfe des jungen Luke Skywalker zum Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi zu gelangen. Weiter kennt ihr die Geschichte. Ich werde das jetzt nicht weiter vorlesen. Muss nicht sein. Aber das ist auch stark. Einfach mal so. Das ist ein Buch, das ist noch nicht mal ein Comic. Das ist ein richtiges Buch mit Bildern. Mit Ausschnitten aus dem Film. Den hier, wie das aussieht. Das sind richtig mit Ausschnitten aus dem Film. Das wird sich gut machen in meiner Bücherecke. Stark. Preis steht sogar noch hinten dran. Jetzt habe ich meinen Monitor gewackelt. So, jetzt kommen wir zum T-Shirt. Und ich vermute, wovon es ist. Und es ist nicht das, was ich vermutet habe. Denn meine Vermutung war, erzähle ich euch gleich, wenn ich euch das T-Shirt gezeigt habe. Ein Rockerclub. Ihr kennt eine Serie mit einem Rockerclub. Und ich habe erst an diese Serie gedacht. Aber jetzt kommt's. Ich glaube, es sieht ähnlich aus. Ist aber was anderes. Ich halte es mal hoch. Und man kann es nicht richtig sehen. So, ich mache mal ein bisschen Entfernung. Black Riders Mordor. Das ist echt cool. Das ist doch hier. Ah, sind das nicht diese Wesen, die Frodo sehen konnten? Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Waren das die Black Riders? Stehe ich gerade so auf dem Schlauch?
Aber das ist ein geiles T-Shirt. Finde ich richtig cool. Liebe diese Crossover-Shirts von New Chest. So, wir können jetzt natürlich nochmal gucken. Abgesehen, also ich sag jetzt, die komplette Box ist einfach cool wieder. Und was ist denn mein Favorit? Ich finde das T-Shirt, ich finde das T-Shirt voll geil. Also, und die Captain America Figur. Das sind so meine zwei Highlights auf jeden Fall aus dieser Box. So, wir können ja mal gucken, was diese Box also beinhaltet hat. Wir hatten, nein, kein Pummel-Einhorn, das T-Shirt. Das T-Shirt kostet eigentlich 14,95. So, dann haben wir das Feuerzeug, muss man sich mal reinziehen. 16,95 Euro. 16,95 Euro. So, was haben wir noch? Ein Poster vom Claptrap, Badass Robot. Habe ich das T-Shirt auch? Zieh das total gern an. So, was haben wir noch? Ein Buch. Für 7,95. Warte mal. 7,95. Stand aber was anderes. Ha! Guck mal, was da steht. Seht ihr das? 7,99 Euro. New Chest verkauft es sogar noch unter Wert. So, dann haben wir unsere Skybound-Figur. Die kostet auch nochmal 7,95 Euro. So. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Die Süßigkeiten, wie immer, kostenlos. Und dann die Captain America-Figur. 12,95 Euro. Es hätte noch eine Alternativfigur gegeben, und zwar in Spider-Man. Und die Captain America-Figur ist auch der Luchess Plus-Artikel für diesen Monat. Stark. Einfach stark. Gar keine Frage. Man kann hier sogar, Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3, Quartal 4. Gibt es wieder die Themenboxen, die Loot Chest Ultimate. Halt das mal hier so rein. Die kann man da bestellen. Und das sind dann Boxen, die kommen nur aus diesem Bereich. Also jetzt zum Beispiel die Quartal 1, da sind nur Sachen von den Simpsons drin. Ich würde es euch mal empfehlen, die haben auch einen eigenen Shop. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Die freuen sich immer über neue Leute. Hoffe ich. Ja, in der gesamten Box waren knapp 61 Euro. Das muss man sich mal geben. Das ist eine super Sache. Ja, dann damit sind wir auch schon wieder durch. Wir haben das T-Shirt, wir haben ein paar schicke Figuren, ein Feuerzeug. Ich als Nichtraucher brauche sowas auch öfter. Das macht aber nichts. Ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Loot Chest Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, guten Morgen oder Weihnachten, je nachdem, wann ihr das guckt. Bis dahin würde ich sagen, reingehauen, euer Emgrimsch.